Folge 163 von Avorion. Ja, wir sind da wieder in dem Spiel und müssen jetzt nochmal auf die Karte gucken, wo wir hier zum Beispiel eine Antigraf-Geschichte haben. Das müssten wir mal gucken. Elektromagnetfabrik. Die könnten Elektromagneten haben wollen. Ne, die würden sie wahrscheinlich günstig verkaufen. Ja, da müssen wir mal weiterschauen. Da gibt's nichts. Was gibt's hier? Handel, Waffen, Distillation, das war wahrscheinlich auch nichts. Hier Schiffswerft, Militärstation, Handelsposten, Ressourcendepot, Laserkopf, Gasselektoren, Ressourcen. Ich glaube, wir fliegen mal hier hin und hoffen, dass wir da was finden, dass der Handelsposten das da haben möchte. Jetzt ist die Frage, ob das andere Schiff diesen Weg hinauf schafft. Ne, schafft es natürlich nicht. Das heißt, wir fliegen durchs Tor und dann geht's dann dahin. Nee, du sollst dann nicht dahin. Wie kann ich jetzt hier Follow Me eskortieren? Ja, oh Gott, dann weißt du das auch wieder und ja, dann ist nicht das Schlimme passiert gerade. So, jetzt brauchen wir ein Osttor. Was ist das da oben für eins? Das ist das Osttor. Dann haben wir auch unseren Weg schon gefunden und wir fliegen dahin. Ja, der Thomas Stehler hat er geschrieben. Ich hatte mit ihm geschrieben, ich war im Überlegen, hier das auf dem Better Branch sein zu lassen und das Spiel normal, regulär zu machen. Die Woche gab es allerdings auf dem Better Branch auch wieder ein Update und ja, bin dann nochmal ins Rübeln gekommen. Wenn wir jetzt natürlich neu anfangen, würde ich das gerne auf dem normalen Dingens machen. Sag schon, auf dem normalen Server machen. Gut, das hat geklappt. Um dann da natürlich zu gucken, ne, dass wir da was hinkriegen. Aber hier gibt es noch Fregatten. Okay, ist nur ein Kreuzungspunkt. Wir müssen dann gen Nordosten. Ist auch Nord-Nordost. Okay, das sollte dann der richtige sein, ne, oder? Ja. Fliegen wir diese Richtung, hoffen, dass das Schiff dann nachkommt, was unter uns ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt hieß. Und ja, wir können es ja gucken, dass der da hinter uns herkommt. Ne? Das ist ein Schiff von Asreiter. Asreiter Renew heißt es, okay. Und ja, dann bleiben wir erstmal im Better Branch. Das ist ein Update gewesen. 1.01 ist jetzt die Release-Version momentan. Da haben sie was an der Musik rumgeschraubt. Sie haben Updates gemacht. Order Chain. Beim Verlassen der Karte mit Shift gedrückt würde dann aktiviert. Keine Ahnung, was das besagt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wenn ich jetzt hier Escape drücke mit Shift, sagt er mir irgendwas? Nicht wirklich. Order Chain ist, was ist es? Das ist die Bestellliste oder Bestellauftragsliste, Auftragskette. So, ich sehe noch keinen, der uns folgt, also das fehlt noch, der ist noch nicht durch. Ich hoffe, der hat eben den Befehl auch angenommen. Wir bräuchten ja nur durchs Tor fliegen, dann wissen wir das, ne? Können wir mal hier hoch machen. Bisschen idealer vor das Tor kommen. Dein Schiff in Sektor hat keinen Asteroiden mehr, okay. Das heißt, den müssen wir auch schicken. Tut sich gerade nichts. Dein Schiff in 50303. 38, das ist es nicht. Dann muss es ja das sein, genau. Das würde bedeuten, der soll da einfliegen, oder? Ist jetzt nur die Frage, ob wir da nicht schon waren. Gut, und mein. Ist der Bohrer da? Asteroiden abbauen. Sieht wohl so aus, als ob es funktioniert. Du hast das schön, dem wir es nicht befehlen. Ja, genau. Aber das hier, ne? Soll doch uns eskortieren, oder? Tut's nicht? Na, dann fliege ich erstmal hinter uns her.
Jetzt ist es da. Und jetzt eskortieren. Gucken, ob das jetzt klappt. Kommt wohl näher, ne? Und dann würde ich da mal durchfliegen wollen. Einmal bitte wenden und dann durchs Tor und der sollte uns ja folgen. So. Hier sind dann Stationen, ne? Die vielleicht mit uns Handel machen könnten. Und gucken wir mal hier rein. Ja, das hat gut geklappt. Aber was hat denn der jetzt gemacht? Ach, wir sind in der Drohne ausgestiegen. Ist das jetzt die Drohne, die ausgegangen ist? Oder? Ah ja, tatsächlich. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht hier aus. Ich wollte das Handels... Ach, das ist knapp daneben. Ist auch vorbei, ne? Alles klar. So, von Stationen kaufen. Ne, wir wollen verkaufen und wir wollen gucken, ob wir hier an elektromagnetische Ladung, Elektromagneten wollten wir verkaufen, nicht verknaufen. Und die kann man ja nicht verkaufen, so wie es aussieht. Zeige von Handel. Ach, hier gibt's Handelsrouten. Guck an. Ohne Ende. Ja, man könnte Mech zum Beispiel verkaufen, ne? Militärstation. Da kaufen für 114 und da verkaufen wahrscheinlich. Ist das alles im gleichen Sektor, ne? Okay. Da sind ein paar Sachen, die sich lohnen würden, ne? Jetzt haben wir natürlich den Tank voller Dingens, ne? Der Thomas Steele, der meinte wahrscheinlich, dass ich einen Handelsposten anfliege, da kaufe und dann wieder verkaufe und dadurch Punkte mache. Mach geldlich Verlust, mach aber Beziehungspunkte gut. Das war wahrscheinlich gemeint. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Aber danke für den Tipp. Ich habe mir jetzt blöderweise nicht gemacht, bin schon Sektor weitergeflogen und habe gedacht, ich mache so, um dann viel Geld zu verdienen. Aber naja. Schwarzes Brett, was wollen die denn noch? Ressourcen, Treibstoff, okay. Was sollen sie? Ausrüstung handeln? Ne, Güter handeln. Antriebsaggregate, sonst wollen die aber hier nichts. Antigrafeinheiten wollen die. Keine Elektromagneten, doof, ne? Da war doch noch eine Werft hier. Die hat da auch noch ein Ausrufungszeichen dran. Was hat die? Bildschirme. TFTs wollen die wahrscheinlich haben, ne? Güter handeln. Nichts mit Elektroenergieröhren wollen die haben. Okay. Was haben wir da noch? Siliziummine. Ja komm, wenn wir schon drauf sind, können wir es auch gerade auswählen. Die haben aber nur das Silizium zu verkaufen, ist klar. Ressourcendepot. Achso, da war ja nichts. Kann man da keine Ressourcen handeln? Doch, da. Ach so, das waren Ressourcen. Nee, Güter wollte ich ja handeln. Kann man da gar nicht, ne? Okay. Ressourcenrepo macht nix. Handelsdepot hatten wir doch hier auch, ne? Oder? Da. Wo ist das? Da ist das, okay. Hatte ich das schon? Nein, das hatte ich noch nicht. Schwarzes Brett haben die auch, aber Teleporter sind gerade gefragt. Güter handeln. An Station verkaufen. Energieinverter, Energieröhren. Leider nicht das, was wir gerade mit haben. Okay, das bringt uns dann hier nicht ganz so viel, ne? Okay, wer ist das hier? Das ist die Militärstation, ne? Gut, wenn wir da gerade in der Nähe sind. An Station verkaufen, elektromagnetische Ladung. Okay, das ist nicht das, was wir haben. Und wen haben wir hier? Chemiefabrik. Auch nichts. Achso, warte, das ist kaufen, verkaufen. Ne. Ja, bringt uns gerade nicht weiter, ne? Oder wie soll man das nennen?
So, was haben wir denn noch sonst hier so? Das ist jetzt hier Gaskollektor, Laserkopf. Auch nie was mit, nee. Also bringt uns jetzt hier auch nicht wirklich weiter, ne? Ich glaube, der kommt nicht, ne? Weiß ich aber nicht. Eisen, Handelsposten gibt es da auch wieder, Edelmetallmine. Wo ist ein Tor? Da ist es. Ost-Nordost-Tor. Kommt der denn jetzt da durch oder nicht? Wir fliegen mal dahin. Irgendwann muss er ja kommen, oder? Denkst du dann? Dahin durch das Tor sollte er jetzt gleich irgendwann mal erscheinen, oder es ist irgendwas wieder schief gelaufen, dass das nicht funktioniert, das Eskortieren. Was passiert jetzt hier? Mir kommt es jetzt nicht so vor, als ob er das tut, was er soll. Aber naja, der war weit weg vielleicht, ne? 2024 stand da, ne? Kann aber auch jetzt durch ein Update wieder ein Problem erzeugt sein. Ja, das ist der Punkt, wo ich dann am Überlegen war, ne? Wegen, wir haben jetzt hier immer diese Beta-Branch-Geschichte am Laufen gehabt und ja, das Spiel ist released. Vielleicht sollte man jetzt mal von null nochmal anfangen, weil der Release ja läuft. Also das Spiel grundlegend läuft. Hier im Beta-Branch wird noch weiter getestet. Ist klar, wie lange läuft das noch? Ist da irgendwann abgeschaltet und dann ist unser Dingens sowieso hin. Momentan sind viele am Gucken, weil es gerade, ja, wie lange ist es raus? Keine Ahnung, ein paar Wochen auf der 1.0 und ja, da sind viele am Schauen, ob sie da jetzt das Spiel oder wissen nicht, wie das Spiel funktioniert und wollen, dass es funktioniert, gucken bei mir gerne vorbei. Ich habe relativ viele Aufrufe dadurch bekommen, was echt cool ist. Da bedanke ich mich dann da, wenn da auch mal einer ein Like lässt und auch den Kanal abonniert, sind ein paar dazugekommen dadurch, denke ich. Und na, wir müssen schauen, wie wir weiterkommen jetzt hier. Schiff kommt blöderweise nicht. Keine Ahnung, warum der jetzt nicht mich eskortiert weiter. Oder ist es langsamer nur und der kommt da nicht durch? Irgendwie ist das gerade doof. Ja. Was können wir noch weiter dazu erzählen, ne? Das, ja, ich würde theoretisch ja tutorialmäßig was machen wollen, zu zeigen, wie baue ich ab, wie tue ich das erste Schiff bauen und so, wie groß muss es sein, muss ich schon sofort einen Generator haben oder brauche ich keinen und brauche ich Batterien, brauche ich keine, was baue ich als erstes rein, wie groß muss es sein, was brauche ich für Materialien, damit ich ein ordentliches Schiff kriegen kann und so, das kann man natürlich alles machen, ne? Und ja, das ist die Frage. Schiffe bauen ist schon eine coole Geschichte eigentlich, ne? So, wo bleibt der jetzt? Der kommt nicht. Ich glaube, das hat nicht funktioniert mit dem Eskortieren. Irgendwas ist da schief gelaufen. So, warum mag der jetzt nicht zu mir kommen? Hier, das wäre jetzt auch noch schön, wenn er da wüsste, dass ich da bin, ne? Ja, kannst du nur so machen und dann kommt er wieder, ne? Und siehe da, er ist da. Und jetzt muss ich den Befehl hier geben, oder was? Und wenn ich ihn hier gebe, funktioniert es nur, oder wie sehe ich das? Mich eskortieren. So, er ist wieder auf dem Weg zu mir, wie man sieht. Richtig doof jetzt gerade. Tja. Ja, der macht gerade Speed. 13, 11.
Wir können ja mal schon mal so ein bisschen hier die Richtung in dieses machen, damit wir da besser vor dem Tor sind. So, 5000 und dann würde ich jetzt reinfliegen und dann kann das ja nicht lange dauern, bis er hinter uns ist. Wenn er denn hinter uns ist. So, wir sind schon durchs Tor. Wir auf der Seite und er auf welcher? Das ist die Frage, ne? Cooles Schiff hier, haben wir noch nicht gesehen, ne? So. Meine Torgebühr ist bezahlt. Und wann kommt er? Gar nicht, oder was? Der bleibt jetzt wieder davor hängen. Ich glaube, da ist irgendwo mit dem letzten Patch irgendwas schiefgelaufen. Kann das sein? Der war knapp hinter uns. Irgendwas ist schief. Ja, das ist nämlich so ein Punkt, wo ich jetzt auch drüber nachdenke. Wir machen vielleicht Version 1 besser und also kein Beta Branch mehr und haben dann solche Probleme vielleicht auch nicht. Hier unten ist er und kommt nicht durch das Tor geflogen. Vielleicht konnte er mich nicht eskortieren. Vielleicht hat er das Problem gehabt und wollte nicht durch das Tor fliegen, weil ich von der anderen Seite durchgeflogen bin. Kann natürlich auch sein. Ich bin jetzt durch. Und kommt er jetzt nach? Das ist die Frage. Dann müsste er jetzt da sein. Das war ja wohl nicht ganz weit. Ja, das ist wieder das, wo ich jetzt sage, da haben wir das Problem. Und jetzt bin ich schon wieder gewillt zu sagen, ja, es ist besser, wir starten da nochmal neu und machen das ohne große Probleme. Und wenn die Beta-Branch-Patches dann immer funktionieren, kommen die ja auch in die 1.0 rein und funktionieren dann auch. Wir haben nicht die neuesten Features dann sofort, aber haben auch die Probleme weniger, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Weil das ist jetzt so ein Ding, wo ich sage, das ist komisch, ne? Wie soll ich den jetzt, ich kann ja den jetzt nur über die Karte hinüberziehen zu mir sozusagen. Und das bringt mich aber nicht weiter. Und da ist er jetzt. Ja. Jetzt kann ich wieder eskortieren machen und dann macht er das ja auch. Das ist ja nicht das Problem. Im Sektor macht er das immer. Aber wann macht er das sonst? Was haben wir denn hier? Blei, Edelmetall, den Handelsposten rufen wir mal gerade auf. Jetzt habe ich mein Schiff gewählt und nichts anderes. Ich wollte aber den Handelsposten ausgewählt haben. So, geht doch. Geht doch. Gucken wir mal an, was die da haben. Güter handeln, verkaufen, elektromagnetische Ladung. Aber leider wieder kein Zeug, was ich mit habe. Also bringt mich total nicht weiter jetzt hier, ne? Was haben wir denn noch so? Ressourcendepot, Zink, Eisen, Edelmetall. Die brauchen das alle nicht, würde ich sagen, ne? Was wollen die kaufen? Piraten greifen den Sektor an. Antigraf-Einheiten, die hätten wir wohl gekauft und nicht diese elektromagnetischen Klamotten. Die bringen uns jetzt hier nicht wirklich weiter. Ne, ich wollte jetzt das ist eine Eismine. Da sind die Piraten. Puh, wir könnten jetzt mal gucken, dass wir die Piraten angreifen. Da oben findet noch sehr interessante Dinge statt. So, Pirates.
Und dann ist der Pirate gleich kaputt. Du musst jetzt nicht unbedingt dazwischen fliegen, mein Guter. So verbessert man natürlich auch seine Beziehung zur Fraktion, ne? Ist klar. Aber wir können noch ein bisschen näher, dann geht auch die zweite Waffe. Nee. Ja, der ist ja schon hin, ne? Jetzt machen wir den noch hin und dann ist alles gut, oder? Und das war's. Piraten verließen den Sektor, müsste da jetzt stehen, ne? Wir haben da ein bisschen Beziehung verbessert, wie man sieht. Den einen und den anderen. Und wir haben eher Salvaging-Geschützturm bekommen, okay. Also hier fliegt ja jetzt nichts mehr rum, oder doch? Also fliegt schon noch was rum, aber nicht jetzt was Interessantes für uns, oder? Keine Bauwaffen und sowas. Was war das? Ach so, Metallschrott sammelt er trotzdem ein. Ich dachte, unser Laderaum wäre voll. Na dann. Er folgt uns da oben. Wo ist jetzt der zweite Schrotthaufen geblieben? Da ist die Station. Dann müsste es doch da. Ist er, oder? Da. Da ist noch ein Wrack. Hat das Wrack noch was rausgespuckt, was für uns interessant sein könnte? Ich glaube auch wieder das nicht, oder? Fliegen irgendwelche Schrottteile durch die Gegend, aber leider nichts Besonderes. Was klackert denn da jetzt so? Ja, da ist nichts zu holen. Kann man auf der Karte eigentlich die Schrottklamotten sehen? Nee, leider nicht. Das wäre auch noch cool, oder? Oder sind das hier? Die Fregatte ist da. Nee, Schrott wird hier nicht angezeigt. Okay. Vorübergehend wäre das ja interessant gewesen, das auch zu sehen, ne? Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ja, schreibt mal bitte in den Kommentaren, das mit dem Dingens, ob wir von Null nochmal anfangen sollten, ob da Interesse daran besteht oder ob wir hier weitermachen sollen. Mal da reinschreiben, wäre schön zu wissen. Und ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo abschließen würdet, falls ihr noch keins habt. Macht einen Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat und gebt einen Kommentar ab, dann könnt ihr da definitiv schreiben, was wir weitermachen sollen und ob da Interesse daran besteht, dass wir neu anfangen, tutorialmäßig was machen zum Beispiel, wäre auch dann ganz sinnig, um ein paar Sachen zu erklären oder so. Und teilt das Video auf anderen Kanälen, da kriegen wir dann mehr Zuschauer, das freut mich dann auch. Und das Letzte, was ich hatte noch, achso, die Glocke könnt ihr noch anmachen, dann kriegt ihr mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Alles klar, ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss.